Hallo und willkommen wieder bei The Elder Scrolls Online. Und wir sind wieder da, wo wir letztens aufgehört haben. Wir wollten noch diesen Dolch herstellen, aber da haben wir festgestellt, dass eine Komponente fehlt. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut und ich weiß jetzt, welche das ist. Die werden wir gleich kaufen. Und auch nochmal danke an Outer Tate. Der hat mir im Stream zugeschaut und den Tipp gegeben, dass ich mir Addons installieren kann. Das wusste ich nämlich nicht, dass das überhaupt geht. Und jetzt schaue ich mal, kann ich es mal zeigen. Wir haben jetzt hier die Stadt, da ist alles noch normal. Aber wenn ich jetzt auf die große Karte gehe, da sieht man, da sind schon Sachen angezeigt, die vorher noch nicht da waren. Und jetzt habe ich gesehen, dass das halt sehr praktisch für uns ist. Und er hat mir auch den Tipp gegeben, das auch zu installieren. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und ja, damit haben wir jetzt hier alle Quests offen. Also alles offen, was wir machen können. Und ja, dann werden wir das eins nach dem anderen jetzt mal abackern und schauen, was wir da machen können. So, hier sind die Drachen, die fliegen gerade rum. Und die lasse ich mal in Ruhe, weil das wird etwas zu heftig. So, erstmal hier. Also, zum Herstellen brauchen wir vom Dolch diese Bretonen. Das ist Stilbretonen. Und das hier ist das Symbol. Und wenn ich jetzt hier zum Schmied gehe, zum Typen. Vertraut mir an dieser Sache, Reisender. Ihr wollt kaiserlichen Stahl, stark und verlässlich, solide und stabil. Genau das, was ich anbiete. Freut mich zu hören. Und jetzt haben wir hier die Molybdän. Das ist der Stilschmied der Bretonen. Das heißt, das Ding kaufe ich jetzt mal. So. Und wenn ich jetzt hier das herstellen will, habe ich das. Aber, Moment. Muss ich da was aktivieren? Nein? Hä? Wieso nimmt er das nicht? Ach so, perfekt, da haben wir es. Okay, da war das falsch eingestellt. Und jetzt können wir das herstellen. So, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Wir haben den Eisendolch und können den jetzt abgeben. Und ich denke, das war hier hinten irgendwo. Das war da. So. Och, das fällt ja gar nicht runter. So, wir geben das jetzt mal ab. Also ich muss gucken, ob das auch alle Quests sind, die wir haben können. Ob da noch andere sind, ob der alles jetzt anzeigt oder nicht. So. Die Kriegergilde. Mit den Gilden muss ich mich auch noch informieren. Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher, welche wir beitreten können und wie vielen. Ach, hier bist du. Stellt einen Eisendolch her. Ihr werdet einige Eisenbarren und ein Stilmaterial brauchen. Letzteres könnt ihr bei jedem Schmied kaufen, falls ihr selbst keines finden könnt. Jo, hab ich. Der Kniff sind die Stilmaterialien, aber ich bin mir sicher, das wisst ihr schon. Als nächstes kommt das Verwerten. Man kann eine Menge lernen, wenn man etwas in seine Bestandteile zerlegt. Selbst dann, wenn es eine eigene Arbeit ist. Geht und verwertet euren Dolch. Oder meinetwegen irgendetwas anderes. Solange ihr es nur an einer Schmiedestelle tut. Und was bringt mir das? Ihr erhaltet natürlich ein paar Komponenten. Doch die richtigen Kniffe lernt man, wenn man die Arbeiten anderer Handwerker verwertet. Ihr könnt sehr viel mehr lernen, wenn ihr statt eurer eigenen fremde Dinge auseinandernehmt. Oh. Und was ist das Verwerten eigentlich? Das ist nur ein gehobener Ausdruck für auseinandernehmen. Ursprünglich stammt der Begriff aus altmärischen Kritiken zu Gedichten. Hochelfen betrachten ihre Handwerkskunst als eine Form der Poesie. So bürgerte sich das eben ein. Was ein Schwert wirklich ist, kann man nie erfahren. Nur das, was es nicht ist, und so weiter.
Alles klar. Okay. Dann verwerten wir das mal. Jo. So soll's sein. Hier haben wir keinen Schmiedestein, ne? Nein, hier nicht. Dann müssen wir wohl auf die andere Seite wieder. Weil hier unten gibt es einen Stein. Ach, das ist da hinten. Moment, wo bin ich hier? Ich bin hier unten, ich muss hier hinten hin. Okay. Oh, der Hund ist cool. Etwas, wo ich mich auch noch sehr stark informieren müsste, wäre Character Build. Das muss ich definitiv mal machen. So. Also, verwerten. Das da. Wählt zwischen Waffen und Rüstungen und sucht euch dann die Art von Gegenstand oder Gegenständen aus, die ihr verwerten möchtet. Holt den Gegenstand mit einem Klick auf die Position zum Verwerten, drückt R zum Verwerten und X, um die Aufwahl zurückzusetzen. Denkt daran, beim Verwerten wird der Gegenstand zerstört, verwertet nur Gegenstände, die ihr nicht mehr benötigt. Ja, das ist ganz wichtig. Den werden wir jetzt erstmal verwerten. Deconstruct. So. Wir haben zwei Eisenbarren erhalten. Errungenschaft freigeschaltet. Also hier muss ich definitiv noch viel lernen, was ich wie und wann mache. Weil anfangs will ich jetzt nämlich nicht hingehen und die Multiplayer-Teile machen, wo ich dann halt alles machen kann. Sondern ich will erst nur mal die Mission spielen und anschließend dann Multiplayer mache, wo ich dann mit großen Leuten in Gilden Drachen bekämpfe und sowas. Ihr findet euch in einer Schmiede wirklich gut zurecht. Ihr seid ein Schmied. Lasst euch bloß nichts anderes einreden. Jo. Selbstverständlich. Ich werde euch sofort zertifizieren, damit ihr gleich Schmiedeschriebe erfüllen könnt. Cool. Eine Stunde Inspiration und ein Hornstein. Oh, erhöht die Qualität von normal auf Erlesen. Lasst mich wissen, ob ihr etwas Zeit habt. Ich kann euch auch in etwas anderem ausbilden und zertifizieren. Noch nicht. Noch nicht. Wir haben erstmal die Zertifizierung als Schreiner. Wir müssen definitiv mal gucken, wo wir alles unterbringen können, was wir nicht mehr brauchen, weil hier haben wir so viel jetzt. Ich gehe mal einen Händler aufsuchen, wo ich mal was verkaufen kann. Und das mit den Häusern muss ich mir auch mal anschauen. Wir können ja irgendwo Häuser oder ähnliches erwerben. Und da bin ich noch etwas überfragt. Wo war der Typ hier? Da. Hm.
Das sind Sachen, die nicht erforscht sind. Das behalte ich definitiv. Speisen. Wie kann ich die herstellen? Das ist schon nicht schlecht. Also Getränke und ich behalte die Dinger lieber mal. Okay, wie kann ich jetzt Sachen herstellen? Potion Maker. Poison und Potion. Wo kann ich jetzt hier... Bestimmt beim Alchemisten, oder? Wo ist denn der? Ist das der hier drüben? Schneider? Montur? Der muss doch hier irgendwo sein, oder? Der Zauberer? Also, wählt ein Lösungsmittel und zwei verschiedene Reagenzien, um ein oder mehrere Tränke herzustellen. Drückt R zum Herstellen und X, um die Auswahl zurückzusetzen. Denkt daran, jede Reagenz besitzt vier Eigenschaften. Um die erste Eigenschaft einer Reagenz herauszufinden, könnt ihr sie aus eurem Inventar heraus zu euch nehmen. Verbindet Reagenzien mit ähnlichen Eigenschaften, um Tränke herzustellen. Problem ist, wir wissen nicht, was wir brauchen. Ich guck mal ein andermal, wie ich das hinkriege. Ich probiere erstmal Sachen zu verkaufen. Was wollt ihr denn hier? Es gibt noch vieles, was ich euch beibringen könnte. Was hofft ihr sonst noch von mir zu lernen? Lebt wohl. Machen Sie jetzt nicht. Millens, was? Lasst mich wissen, ob ihr etwas Zeit habt. Die ist auch hier? Und ich renne dauernd bis nach drüben? Reisen ist wichtig. Ja, Reisen sehr wichtig. Ich muss hier definitiv was verkaufen. Wie viel kriege ich dafür? Ich verkaufe die Glyphen jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, aber ich habe die mal verkauft. Die Rezepte schaue ich mir jetzt mal an. Da mache ich definitiv Rohleder draus. 23 Kilo. Ja.
Einrichtungsgegenstand. Auch ein Einrichtungsgegenstand. Komm, die gehen auch mal weg. Tränke brauche ich. Das sind Pflanzen, wo ich absolut keine Ahnung habe, was damit los ist. Wir haben jetzt hier leichte Rüstungen. Leichte brauche ich, glaube ich, nicht. Die werde ich alle verkaufen. Oh. Wieso kann ich die nicht verkaufen? Okay, wir haben jetzt wenigstens mal wieder etwas frei. Hier hinten müssten wir doch die Schneider, den Schneidertisch haben, genau. Ja. Und zwar, das kann ich zwei Dinge rausholen. Machen wir mal. So. Da haben wir Rohleder bekommen. Und zwar so viel, wie wir brauchen, oder? Wo haben wir Leder? Löder? Was haben wir hier? Ach, das sind die Dinger. Nee, das will ich nicht machen. Das sind mehr Tränke, die ich jetzt habe. Das ist jetzt Leder. Gut. Lass das jetzt mal drin. Wir schauen uns jetzt mal eine Quest an. Was haben wir hier noch? Nach Wadenfell reisen. Kampfmeisterin mache ich jetzt nicht. Ich würde mal sagen, wir reisen an eine Stelle, wo wir noch nie waren. Und zwar gehen wir dahin. Hier haben wir noch eine Quest. Wir haben hier irgendwo eine Quest. Da. Hier haben wir jetzt nirgendeinen Schrein, oder? Doch, da. Wir machen jetzt mal eine Schnellreise. Da ist auch noch ein Drache. Von dem werde ich mich natürlich fernhalten, weil das, ja, nicht die gesunde Art ist für mich. Weil der wird mich auseinandernehmen. Scheiße. Das leckt. Da ist er. Ich geh mal schauen. Ach du. Krass. Das ist schon geil, muss ich sagen. Also spätestens, wenn ich genug Leben habe und eine gute Rüstung, werde ich da mitmachen. Definitiv. Also aber jetzt erstmal nicht. Weil da werde ich definitiv sehr schnell sterben. Das ist schon richtig, richtig krass. Wir haben hier unten jetzt... Ist das schon hier? Nein, das ist noch viel, viel weiter weg.
Gut. Dann laufen wir mal. Ist der gerade gestorben? Ne, der lebt noch. Oh, krass. Also allein schon diese Sichtweite. Ist einfach mega. Ah, hier waren wir ja schon. Das ist dieses, dieser Bauernhof. Da haben wir schon mal die Quests gemacht. Hallo, Freunde. Und wir müssen jetzt auf die ganz andere Seite hier. Oh, was ist denn das hier? Cool. Oh, oh. Das hier ist nicht so gesund. Ich laufe mal außen rum. Weil ich denke, wir sterben, wenn wir da runterspringen. Haben wir eigentlich ein Pferd hier oder muss ich das kaufen? Hier waren wir ja auch schon. Und hier muss ich irgendwie auf die andere Seite des Berges. Die Frage ist bloß, was ist jetzt die sinnvolle Aufgabe hier, das zu machen? Ach du Scheiße. Das Problem ist, hier ist ein Berg. Ich weiß nicht, wie weit er geht. Tschüssi. Die Frage ist jetzt, geht das jetzt hier nur bis da vorne hin oder kann ich danach durch? Tigerchen? Gib Pfötchen. Das Gebirge scheint hier aufzuhören, oder? Tigerchen aus. Kätzchen. Böses Kätzchen. Okay, hier kommen wir drumrum. Was ist denn das da? Uga. Das klingt interessant. Nein, das klingt nicht interessant. Scheiße. Also die hat mich getötet. Was ist das hier? Das sieht auch interessant aus. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Jetzt schlecht sagen, ich mache Speichern. Aber das gibt's hier nicht. Kann man mit dem Typ hier reden? Das ist ein Böser. Ihr stellt euch freiwillig einer Dromatra? So sei es.
Shit, shit. Verdammt. Ach ja. Das war nicht so schön für mich. Gut zu wissen. Da lasse ich mir die Finger von. Da lasse ich definitiv die Finger von. Nun gut. Man muss auch mal das Falsche machen, um nachher wieder da auf den Beinen zu stehen. Das gehört dazu. Blöde Schlange. Also, tschüss. Also diese Brücken hier sind... Du machst hier gar nichts. Hallo. Aus. Okay, der ist definitiv verbuggt, der Typ. Nun gut, holen wir uns die Mission hier an. Betreten wir das Gewölbe. Und da bin ich mal gespannt, was uns da drin erwartet. Also, dass ich von so einem großen, also von dem Typen da vorne so umgemetzelt wurde. Ja, das sind Bosskämpfe und ich weiß nie, für welches Level die gedacht sind. Okay, welche Quest haben wir hier? Huch, du Äffchen. Boah, das sieht schon geil aus hier. Ich muss doch kurz gucken. Das ist schon mega. Ja, hier oben ist alles Nebel. Hallo, Freunde. Scheiße. Verdammt. Oh Gott, der Typ hier. Nein, du tötest mich nicht. Wo ist er hin? Ist zurückgerannt, oder? Nee. Die Alex habe ich getötet. Aber wo ist der Typ? Der lebt hier.
Es gibt hier viele. Oh, wie süß. Selbst heilen kannst, ne? Scheiße. Nein, lauf. Verdammt. Oh nein. Trinke. Wo sind die Getränke hier? Oh, scheiße. Fuck, wo sind die Getränke? Scheiß Vieh. Der ist weg. Die hole ich mir als nächstes hier. Ach hier, da ist es. Ja, wir haben es, die alte Kiste. Die kaijitische Schriftrolle haben wir bekommen. Wir haben jetzt eine von drei. Fortschritte. Oh, fuck, das sind wieder drei. Shit. So. Na, du kleines Äffchen.
Hier war nichts mehr. Nein. Hier haben wir alles. Nee, wir haben alles geschafft. Teilweise geht das echt gut. Oh, oh, der hat mich schon im Blickfeld. Wo sind wir gerade? Das sind noch ein paar Kammern, die wir vor uns haben. Ja, lass mal gut sein. Hallo Äffchen.